Heute am Sonntag, wir haben den ersten Schnee dieses Jahr, sind wir unterwegs zum Impfzentrum. Wir wollen uns schon mal informieren, wo wir hin müssen. Ich meine, den Gecko kennen wir sehr gut. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es geschneit. Unseren Kasten lassen wir stehen und beschließen, zu Fuß zum Gecko zu gehen. Das ist hier das Impfzentrum für den Kreis Coesfeld. Es fängt wieder an, ganz leicht zu schneien. Aber wir sind ja auch dementsprechend angezogen. Der Schneefall wird etwas stärker, als wir an der Hauptstraße ankommen. Und Rita sucht deshalb auch Schutz unter einem Wellblechdach, um einige Fotos zu machen. Die Wiesmann Automobilmanufaktur wurde 1988 in Dülmen gegründet. 2007 im Oktober zog die Firma in ihr neues Firmengebäude um. Auf dem Dach ist ein überdimensionaler Gecko abgebildet. In der Manufaktur hat sich jetzt das Impfzentrum für den Kreis Dülmen eingerichtet. Ab Februar 2021 werden hier täglich, 7 Tage in der Woche, 700 Leute pro Tag geimpft. Das Ambiente im Impfzentrum für den Kreis Coesfeld ist absolut ungewöhnlich. Hier entsteht auf einem 4,5 Hektar großen Gelände ein neues Wohngebiet. Die Fläche ist in 50 Baugrundstücken aufgegliedert, überwiegend für Einzel- und Doppelhäuser. Des Weiteren sind hier 5 bis 6 Mehrfamilienhäuser geplant. Um das künftige Wohngebiet aufzulockern, sollen verschiedene Wohnhöfe durch eine entsprechende Anordnung der Grundstücke entstehen. Darüber hinaus ist ein Grünzug mit Spielplatz geplant. Dieser soll von Norden nach Süden verlaufen.